164 Stimmen können nicht lügen und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, wenn ihr übrigens mehr Content von mir sehen wollt, dann abonnieren nicht vergessen oder followen auf Twitch.tv. Das wäre mir sogar fast noch lieber und dann verpasst du auch keinen Content mehr von mir, denn wir haben gestern Abend harten Content gehabt. Zwei Sachen kurz vorab. Meine Queen, ich habe den ersten Helden jetzt wieder auf Feuer und Flamme, habe ich gestern gesagt. Also Queen ist durch. Warden haben wir gestern auf 62 gedrückt. Also geht's jetzt ran. Queen, Gladiatorin oder den King. Welchen würdet ihr als erstes auf den maximalen Level ziehen? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr nicht zu faul seid. Manchmal ist es ja so, wegen der Wärme kriegst du fast den Finger nicht mehr hoch. Aber das zum einen, also wir haben gestern wirklich mit normalen Kobolden hier gefarmt. Ihr seht, ich habe die auch noch in der Ausbildung oder in der Armee. Viele haben gestern gefragt, wieso nimmst du keine Schleichis? Ja, weil ich gestern, da stand hier noch ein Tag, weil ich einen Tag vorher schon gewechselt hatte auf die Schweinereiter. Deswegen habe ich die normalen Kobolde genommen. Geht dann halt nicht ganz so geschmeidig gut, aber wir haben gestern, glaube ich, knapp 180.000 hier noch reinfarmen müssen für die Queen auf den neuen, 89er Level und den 90er Level haben wir dann mit dem Hammer gemacht. Vielen Dank übrigens, dass ihr an der Umfrage teilgenommen habt. Ich gehe noch mal gerade rein. 164 Stimmen, echt nice, muss ich sagen. Danke, danke, danke. Und klar, ihr habt den König gewählt. Obwohl, so klar ist das gar nicht. 41% meinten, der König ist es. Und dieses Stück Metallschrott hier, irgendeiner hatte das irgendwie so gesagt oder so. Aber hart gefolgt vom Wächter. Gladiatoren ganz abgeschlagen in ihrem Barbaren Kostüm und an dritter Stelle die Königin, ja, die sieht so ein bisschen spooky aus. Ich meine, die vier Sachen jetzt zusammen, die passen ja auch gar nicht, ich sag mal so, zusammen. Es ist ja kein richtiges Set oder sowas, aber ist schon ganz nice. Und wir haben gestern Abend nochmal zugeschlagen. Komischerweise gab es das 1,19 € Paket nochmal und ich habe es mir nochmal gekauft, Leute. Da waren nochmal drin zwei Tränke für die Pets und ein Heldenbuch. Und daher konnte ich die Sachen auch leveln. Aber worum geht es eigentlich? So setzt man ihn eigentlich richtig ein. Also es geht letztendlich, ich habe mir noch mal ein bisschen Gedanken gemacht um den Wächterlehrling hier oder um den Mini-Warden. Und letztendlich braucht man nur einen. Man braucht eigentlich nur einen oder man kann auch mehrere mitnehmen, sie aber nicht übereinander setzen oder halt die Auras überlappen lassen, weil ja nur eine Aura zählt. Aber ich habe einen schönen Angriff für euch. Dort sieht man das sehr, sehr deutlich, wie man ihn echt cool einsetzen kann. Einen einzigen davon. Und er macht ja auf Level 2 eigentlich nur eine Trefferpunkte-Erhöhung durch die Aura 26%. Das wird natürlich noch mehr, wenn man ihn levelt. Ich muss mal gerade schauen, ich glaube, ich level den auch weiter. Dann sind es schon plus 2% und danach sicherlich nochmal plus 2% bis 4 geht er. Also 30% mehr Trefferpunkte oder die Aura. Und er hat selber eigentlich auch schon ganz gute Trefferpunkte. Also der stirbt jetzt nicht gleich, glaube ich, bei einem Bogenschützenturmschuss oder sowas. Und ich habe aber einen schönen Angriff für euch vom vorletzten Clankrieg. Und zwar war es zwar ein Dip, das ist jetzt nicht so schlimm, sage ich mal. Es war zwar ein Dip, aber es war ein schöner Angriff, nämlich genau mit dem Mini-Warden und mit genau einem Mini-Warden. Also so kann man ihn wirklich, wirklich super einsetzen und ich denke mal, so ist es auch richtig, ihn einzusetzen. Jetzt muss ich gerade gucken, wer es eigentlich war. Ich glaube, es war der Nachtschatten. Ich muss mal gerade so ein bisschen ausholen. Ich kenne den Nachtschatten gar nicht mit Luftarmee. Aber im Moment greift er da tatsächlich vermehrt mit an. Aber okay. Gehen wir mal rein. Es ist ein Dip hier. Rathaus 15 auf Rathaus 14. Boah, ist das laut. Gottes Willen. Mit laut meine ich immer, dass ich habe hier auf den kleinen Stiggies hier an so einer extra externen Soundkarte mein Tablet dran, also jetzt über den PC. Und aber wir wollen den Angriff mal eben so ein bisschen, ich will mal so sagen, analysieren. Also eigentlich ist es ein Spam-Angriff hier mit den Elektrodrachen und dann mit der Blimp. Die Blimp nimmt aber reichlich raus und die Drachen fliegen ja auch noch. Aber hier unten jetzt gleich, ich glaube es war hier unten, kommt die Queen jetzt gleich raus mit
Ja, erstmal mit gar nichts, weil wir haben keine Heiler. Wir haben aber genau einen Mini-Warden dabei. Und jetzt sehen wir mal schön, wie man den einsetzen kann. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Also ich habe ihn selber auch noch nicht so eingesetzt, aber ich kann es mir super vorstellen, auch wenn man ihn verliert. Man muss ihn natürlich ein bisschen schützen, ja, aber auch wenn man ihn verliert, kann man letztendlich seine Queen hier, ja, wenn er auch auf Stufe 4 ist, nochmal viel, viel mehr Trefferpunkte aufbürden. Und ihr seht das hier. Man muss ein bisschen aufpassen. Der springt halt. Guckt euch das mal an, wo der hingeht jetzt gerade. Der geht dann nach da hinten hin. Warum auch immer. Okay, da waren irgendwie ein paar Skelette. Die holt er da gerade raus. Also ich finde es, als ich den Angriff gesehen habe, habe ich gedacht, ey, echt cool. Echt cool. Man muss ihn halt ein bisschen schützen, wie gesagt. Ja, man muss ihn ein bisschen schützen. Und mit seiner kleinen Flitsche ist er ja ganz gut unterwegs. Aber er ist auch wagemutig. Keine Frage. Der ist echt wagemutig. Hat jetzt aber hier auch überhaupt keinen Beschuss im Moment. Das nimmt der Frosty da im Moment auf sich. Und aber ihr seht das hier schön, schön die Aura, die Queen umgibt. Jetzt ist er natürlich so ein bisschen am Tanky hier. Allerdings ist der Royal Champion da auch noch mit vor. Aber trotzdem, so kann man es wirklich super machen. Das dürfte den jetzt, ja okay, das dürfte ihn noch nicht gejuckt haben. Tatsächlich nicht. Also der überlebt hier bis zum Ende. Also eine Riesenbombe, zumindest auf dem Level, tut ihm nichts an und ein Schuss, dann war er weg. Aber ich glaube, so kann man ihn echt super spielen und ich wollte das auf jeden Fall für euch festhalten, dass man den genauso einsetzen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn der dann verstirbt, dann setze ich einen zweiten wieder mit dazu, weil oder halt noch mit zu den Heilern mit dazu. Denn es haben ja alle Truppen in der Aura die höheren Trefferpunkte. Das heißt also, wenn man jetzt 5 Heiler nimmt, die Queen und einen oder vielleicht 2 von den Mini-Warden, dann kannst du damit auch schon ganz guten Charge starten, würde ich sagen. Und raus unter Umständen gar nicht deinen Wächter, weil du den vielleicht woanders brauchst. So kann man es auf jeden Fall machen. Also wirklich nicht schlecht. Wir haben aber noch eine Sache, also das erstmal zum Mini-Warden. Ich denke mal, so kann man ihn spielen. Ich werde ihn jetzt auch mal ausbilden, werde auch mal so den einen oder anderen Queen Charge machen. Und wir sind im laufenden CK, wo ich euch gestern gefragt habe und ihr habt auch geantwortet, finde ich auch sehr, sehr gut. Da ging es um die Blimp. Ja, also muss man jetzt unbedingt 20 Kobolde in der Blimp haben, damit die alle Fallen auslösen, weil es halt so schnell geht oder halt nicht. Wir gucken den Angriff hier vom Proxy. Oder halt nicht. Und der ist auch wirklich wagemutig, muss ich sagen. Obwohl der Giftturm hier, also mich stören immer die Gifttürme. Gerade wenn ich eine Blimp spielen will, nahe Richtung Rathaus und da steht halt ein Giftturm, dann hält mich das da gerne von ab, da nicht zu landen. Aber wir gucken mal, wie Proxima das hier gemacht hat und was da am Ende wirklich rauskam. Muss man jetzt wirklich Kobolde nutzen oder reichen auch nach wie vor die anderen Truppen, die man immer so hatte? 2, 3 Bogenschützen, ein Magier oder 2 Bogenschützen, ein Magier und ein bisschen Kleinzeug. Aber er kommt auch von der Seite, okay. Er kommt auch von der anderen Seite und so wie ich das sehe, kamen hier jetzt keine 20 Kobolde raus. Entweder muss man das ein bisschen besser timen, weil die Truppen gerade aus der Blimp und nur aus der Blimp jetzt eher rauskommen oder ist es dann eher, dass du vielleicht, ja okay, man muss den Invis dann wahrscheinlich extrem früh schmeißen und vielleicht den zweiten Invis auch extrem früh hinterher werfen, damit das so ist. Aber das waren jetzt nicht andere Truppen als ich nenne es mal so, vorher. Und ja, okay, das war der Wutzauber gerade, glaube ich, ne, der die beiden Drachen hier so wütend gemacht hat. Okay, aber wir gucken einfach mal weiter rein. Auch wenn das Thema jetzt der Mini-Warden war, war es glaube ich nicht ganz so schlimm. Und dass wir auch mal den Angriff sehen, aber das, was wir so mitkriegen, kriegen wir so mit. So halte ich das auch in den Livestreams. Also der Livestream gestern Abend war wieder mega, fand ich zumindest von meiner Seite aus. Also es hat mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht, obwohl ich auch gesagt habe, als ich begonnen habe, ich würde auch gerne auf der Terrasse sitzen. Ja? Okay, dann müssen wir den Streamplatz vielleicht nochmal verlegen im Sommer. Aber hat ganz gut gepasst. Und deswegen war das von,
Von meiner Seite war ich gut zufrieden, als es dann hieß, endlich ist der Toto weg. Aber ich würde mich freuen, wenn ich noch den einen oder anderen Zuschauer von euch mit dazu gewinnen könnte. Ihr wisst, abends ab 9 Uhr, montags, mittwochs und freitags. Ich muss unbedingt mal ein bisschen mehr Zeit, mir mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Denn ich bin ganz ehrlich, wenn ich manchmal dann ausmache, auch wenn es schon spät ist, dann könnte ich immer noch locker ein Stündchen dranhängen oder zwei. Es ist dann halt, ja, ich meine, wir sind hier eine Familie und jeder braucht so ein bisschen seinen Schlaf, wenn es noch in der normalen Arbeitswoche ist. Ihr kennt das selber. Aber ich könnte mir mal wieder vorstellen, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, mal wieder ein paar Stunden länger mit euch ein bisschen zu streamen, sodass jeder mal die Möglichkeit hat, auch von der Zeit her vielleicht, bei mir in den Stream reinzugucken und ein wenig mit mir abzuchillen. Sehr schön gemacht hier. Ja, im Moment liegen wir in Führung. Ich habe immer noch die Hawks am Start. Ich würde ganz gerne ein Hybrid spielen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann halt mal ein Mini-Warden mitnehme oder zwei Mini-Warden mitnehme, noch zu den Heilern. Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Und dann bleibt auf jeden Fall am Kanal dran. Denn ich möchte euch natürlich auch ganz gerne das Ergebnis dann zeigen. Oder ja, ich hoffe an einen von meinen Angriffen zeigen. Und im Moment, ich hätte das jetzt zwar ausbilden können, aber habe ich jetzt auch ein bisschen zu spät dran gedacht. Ich wollte auf jeden Fall, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Also so spielt man den Mini-Warden richtig. Wenn das nicht so ist, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte am Kanal dranbleiben, abonnieren, liken. Tschüss. Achso, ich habe es ganz vergessen, ne? Euer Toto. Clasht.